was man hier so unten alles findet. Einmal schön looten hier. Ich will mir sogar noch ein Reparaturset fürs Schwert. Das wäre sehr schön. Im Kampf wäre das wahrscheinlich der bessere, das bessere Ding, aber ja. Diese Runensteine, die wir nicht einsetzen können. Und die Stiefel haben 11 Rüstung. 13 Rüstung haben. Die könnte ich mit einem Runen-Ding ausrüsten. Betäuben, Angriffskraft. Taumeln, einfrieren. Okay. So vielleicht. Nehmen wir doch 13 Rüstung lieber. Jetzt 11 Rüstung. Puste Blume. Jetzt noch eine Leiche, die wir looten können. Ertrunkenen hören. Okay, muss ein Durchgang sein irgendwo. Ein paar Kleinigkeiten zum Guten. Nun? Vielleicht können wir mit dem Zeichen hier, mit dem scheinbar nicht. Meine Wände untersuchen. Nun, wie kommen wir hier weiter? Fackel löschen. Sie ist eine Hexe, sind ein normaler Gehänger zu finden. Habe ich ja versucht. Geheimgang. Ja. Oh, hier. Ein Ziegel. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schergen. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Tja. Ich finde das verlorene Paket mit Hilfe der Hexersinder. Unter Wasser wahrscheinlich. So hieß es. Okay, hier waren Truhen, die ich gerade gesehen habe.
Eine weitere Rune und Schemen. Questgegenstand. Gibt es das Paket? Ah, das ist das Paket, haben wir gefunden. Und Geralt kann ja 5 Minuten tauchen, das ist ja wie Guybrush Threepwood. Da ist das kein Problem. Paket für Sie. Postzustellung. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. Aha. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Oh nein. Grimtaste lässt grüßen. Hier ist er also. Das ist er. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer? Nein! Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt das so schnell. Das ist ein Brandonus Grimtaste. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Na dann. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Beide lieber woanders. Ich sehe sie jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber also Ratten... Getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Ich glaube, hier gibt's keine Ratten. Das Duftzeug platziert haben. Ich glaube nicht. Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das? Siehst du hier irgendwelche Ratten? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Also. Ratten mit dem Schwert töten, das ist auch mal toll. Realismus 0. Aber ja. Ernstzunehmende Gegner, diese Ratten. Okay. Platziere Rattenfallen rund um das Lagerhaus. Lass dich von den Hexersinn leiten. Ja. Erstmal das Lagerhaus schön plündern. Können wir nicht. Ist ja kriminell. Greif? Noch nicht. Aha.
dachte, wir sollen hier. Hexer sind haben mich hier geleitet. Habe ich in den Knochen gespürt. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Ich denke mal, im Lager müssen wir es machen. Nicht außen. Nicht rundum. Okay. Und hier ist was. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Okay, ein Meistermonster schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Ach, das ist für den Weihrauch, machen wir dahin. Oder sind das Ratten? Was sind die Rattenfallen? Das Rattengift drin in den Dingern. Ein bisschen looten können wir nicht. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Los geht's. Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen, wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte, besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Du magst recht haben. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Und manchmal teilen wir sie mit unseren Lieben. Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Das weiß ich noch nicht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Die Ratten hauen ab. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Geil. Das hat mir gleich nicht gefallen. Jetzt müssen wir wieder kämpfen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege.
So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Deswegen hat er voraus bezahlt. Wenn sie sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Mit seinem Lächeln immer so. Ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Willst du was aufs Maul? Auf ich! Von beiden Seiten! Ihn umgebracht! Tja, so sieht's aus. Verdammt! Parieren ist noch nie meine Stärke gewesen. Verdammt, sterb die doch nicht. Ich kann doch hier nicht sterben. Da kommen Ratten. Noch ein bisschen Heilungszeit. Wo ist er hin? Alter Schwede. Der war ja hart. Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Kronen, Schwert. Wir müssen Brandon finden. Kronen, Schwert. Wo ist der Dritte? Wo haben wir den getötet? Hier steckt er. So, hatte vielleicht jemand ein silbernes Schwert dabei? Stahlwaffe. Stahlwaffe. 84 Schaden. 64 Schaden, das aktuelle. Okay, ich habe mal 89 Schaden maximal. 84. Einmal tauschen, bitte. Stahlwaffe. So, jetzt brauchen wir irgendwann mal eine Reparatur für unser Silberschwert. Am besten auch noch Rüstung. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Geld oder Leben? Danke, Geralt. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Aufgehen. Ein Träumer in dem alten Haus. Okay, ich würde aber erstmal sagen,
Wo wir zur Träumerin gehen. Machen wir hier mit dieser wunderschönen Aussicht. Und kurz Pause. Dann geht's gleich weiter. Weil die Traum verjagen hier. Oder auch nicht. Dann können wir den Kanal überqueren. Wir müssen, glaube ich, auf der Kanalseite weiter. Er hört uns. Ist, glaube ich, wurscht. Auf welcher Seite wir lang gehen. Aus dem Weg. Okay, hier. Die Träume sind zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Ja. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Inwiefern? Marotte? Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr. Okay. Nein, das zweite Schwert ist ein silbernes. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wo ist sie? Schalbaren. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Schon mal ein bisschen plündern. Kann man irgendwo verkaufen beim nächsten Händler? Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Sie da unten? Halt, geh weg! Tu das nicht! Lass das! Wo ist denn die Stöhnende? Oha. Passiert hier wirklich was? Die träumt nicht nur. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Ein Dachboden? Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Okay, sie träumt weiterhin. Dann gerade in Albträume. Wir looten natürlich weiter. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Und jetzt hier zum Dachboden. Schaut so aus. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Da ist der Schrank im Weg. Das kriegen wir ja wohl hin. Was
war denn das? Wofür war denn der weggekommen? Wecker um 19:40 Uhr. 19:45 Uhr. Tja, wie auch immer. Das ist jetzt seltsam. Keine Ahnung. Woran sollte der mich ändern, der Wecker? Nachher denke ich dann so, nachher erinnere ich mich dann und dann sage ich, verdammt Scheiße. Da geht's rein. Eine Puppe sollen wir suchen. Zeichnung des Kinderbettes. Ja. Reines Silber. Alkohol. Lieber mitnehmen war schön. Essen können wir auch mal gebrauchen. Das ist uns auch schon ausgegangen. Oh, die Puppe. Quest aktualisiert. Okay, Elk müssen wir jetzt genügend dabei haben. Man kann hier genügend Elk dabei haben. Aber ja. Hier mal durchgehen. Essbar, was haben wir jetzt? Erstmal ein bisschen Knödel. Interessant. Salpeter. Chemie, können wir da noch gerade was machen? Alchemie. Okay, dafür habe ich habe keine anderen Tränke. Warum auch immer. Ich weiß halt nicht, wie man die erlernt. Ich glaube, das waren die Rezepte, die wir mal kriegen zwischendurch. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Hier ist noch ein bisschen Pulver. Und nun untersuche das Bild. Halt! Welches Bild? Tu das nicht! Lass das! Das ist im Inventar oder was? Ist noch was zum Bluten? Nicht viel. Puppe und Bild haben wir hier. Das Bild untersuchen. Dieses hier. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde. Anscheinend von einem Kind. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Und legt die Puppe ins Bettchen. Hier in dem Raum, wo wir drin waren. Bin ich mal gespannt. Beim Mädchen. Finde ich auch, was für zu gefallen ist. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Ja. Ein Ofen.
versuch den Ofen. Im Dachboden einer oder? Und weiter unten. Wohl eher unten. Ofen, Ofen, Ofen. Mit dem Keller. Ah ja. Ein Ofen.